So, ja, notieren wir weiter. Eine Amulett von Kynaret brauchen wir auch noch. Und eine makellose Saphir. So, ja, Mara brauchen wir noch. Nochmal ein Silberbarren. Nach Retama. So, ja, wow, hier brauchen wir richtig viel. Von Stenda brauchen wir nochmal Quecksilber. Also drei insgesamt. Und zwei Silberbarren nochmal. Also mehr als genug. So, Talos gibt es auch noch natürlich. Aber mal Drachen, Knochen und so weiter, das haben wir. Und Schuppen. Und dann noch von Zenita. Ah, bin ja gespannt, wo wir die ganzen Amulette herkriegen. So, und da brauchen wir noch Goldbachen. Okay, wunderbar. Haben wir alles notiert, was wir brauchen? So, und mein Blick auf die Uhr verrät mir, dass wir wahrscheinlich gerade in einer neuen Folge sind und die Leute jetzt wahrscheinlich denken: Hä, was macht denn der da? Ja, ich habe gerade notiert im ganzen Haus, was uns noch so fehlt fürs Haus. Und ja, für dieses Standardhaus, sage ich mal, weil wir können ja noch anbauen und dann brauchen wir wahrscheinlich ganz viel neue Materialien. Aber so die meisten gucken wir jetzt mal, was wir denn so haben. Und da gehe ich jetzt nochmal an unsere coole Truhe draußen, weil da liegt ja noch einiges drin. Und dann gucken wir doch mal, was wir da noch so einsammeln können. Und was wir da dann noch so ja, verwenden können und damit halt gleich auch was machen können. Während das jetzt hier lädt. Ja, wunderbar, sind wir draußen. Der Schneesturm wütet weiter. Und ein Drache. Ja, das ist der untote Drache, den wir mal beschworen haben vor zwei Folgen, glaube ich, oder drei. Der beschützt uns nur. Also keine Angst, meine lieben Freunde. Der macht uns nichts. So, jetzt gucken wir aber erstmal in der Truhe, was wir denn da so alles haben. So. Was wir alles überhaupt brauchen, sagen wir es doch einfach mal so. Ja, jetzt möchte ich gerade mal gucken. Wir brauchen Quecksilber. Haben wir das? Ne, Quecksilber haben wir, glaube ich, nicht. Okay. Dann Ziegenfell haben wir, glaube ich, auch nicht. Ne. Säbelzahn, Reißzahn haben wir auch nicht. Bärenfell. Wir haben Höhlenbärenfell, aber das will er wahrscheinlich nicht. Ein großes Geweih haben wir auch nicht. So, jetzt wollen wir makellosen Amethyst. Haben wir ja auch nicht. Silberbarren. Ja, Silberbarren haben wir. Und da brauchen wir sogar eins, zwei, haben wir vier Stück. Die nehmen wir mal mit. Dann, stimmt, Stahl habe ich ganz vergessen noch mitzunehmen. Hier Stahl nehmen wir mit. Und wir brauchen aber noch ein bisschen mehr Stahl, glaube ich. Deswegen muss ich jetzt das Grundum und ein bisschen Eisenerz noch mitnehmen. Weil wir müssen noch ein bisschen mehr Stahl für unsere Tresoren machen. Die habe ich jetzt gar nicht notiert, fällt mir gerade auf. Die für diese Tresoren. Aber da machen wir jetzt mal an der Schmelzhütte noch schnell Stahl. Kann mal gucken, wo hier Stahl ist. Stahl, Stahl, Stahl. Hier Stahl. So viel wie halt gehen. So. Ja, mehr Korundum-Erz haben wir leider nicht. So. Ja. Wie viel Stahl haben wir denn jetzt? 26. Wir brauchen nochmal 4 Stahl. Wir brauchen 30 Stahl. Ja, das ist blöd. Das heißt, wir müssen noch einiges besorgen. So. Ja, gut. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Ich wollte eigentlich in diesen kommenden Folgen ein bisschen mehr am Haus machen, aber ihr seht schon, wir kommen gar nicht weiter, wir brauchen Materialien und beim Anbau möchte ich eigentlich erst anfangen, wenn wir dann das Grundhaus haben, komplett.
Und deswegen ja, müssen wir jetzt nach, würde ich sagen, nach Weißlauf. Wir haben hier unsere Einkaufsliste. Und gucken, was wir haben. Ja, warte, ich habe aber ja noch, glaube ich, die Edelsteine habe ich ja noch hier drin. Da gucken wir gerade mal hier in den Satteltaschen von unserer. So, also was brauchen wir? Makellosen Amethyst einmal habe ich. Dann brauchen wir noch mal einmal Drachenschuppen eine. Und einmal Schuppen, ja, Knochen und Schuppen, ja, wunderbar, Hammer. Dann makelloser Saphir brauchen wir einmal. Wunderbar, haben wir auch. So. Goldbarren müssen wir noch besorgen dann. Und jetzt gucken wir gerade beim Schmuck mal, ob wir da. Nee, da haben wir leider kein Amulett dabei, was wir brauchen. Schade. So, was könnten wir noch Schuppen? Vielleicht diese Schlachterfischschuppen. Ja, mal nicht. Da müssen wir mal angeln gehen wahrscheinlich. So, ja. Also, gehen wir. Ja, nee, das habe ich jetzt mal. Aber Gold. Mal, Gold müssten wir sogar eigentlich noch haben. Das habe ich wahrscheinlich übersehen. Gold, Erzhammer. Nur Erz. Ich weiß nicht, was man braucht für einen Barren. Deswegen nehme ich jetzt mal das ganze Erz mit. Und mach dann mal einen Barren. Ja, der Drache macht mir immer ein bisschen Angst, ist aber verbündeter Drachen. So, jetzt gucken wir nochmal Gold, 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 Eisen, 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 Goldbarren. Ja, wir brauchen nur einen Goldbarren. Wunderbar. Dann können wir die restlichen Erze hier wieder reinlegen. Weil die nehmen nur unnötig Gewicht ein. Dann legen wir mal die Erze wieder rein. Wunderbar. So, das haben wir alles. Und dann würde ich sagen, ich mache mal kurz einen Zwischenspeichern. Sicher ist sicher. Und dann würde ich sagen, reiten wir aber mal irgendwo hin vielleicht. Beziehungsweise ich, da oben sehe ich jetzt gerade einen Hirsch oder was, oder einen Elch. Vielleicht hat der ein großes Geweih dabei. Weil das brauchen wir ja auch noch, damit wir das von der Liste streichen. Und tatsächlich ein großes Geweih. Das können wir dann auch gleich von der Liste streichen hier. Großes Geweih weg von der Liste. Ja, aber wir brauchen trotzdem noch ziemlich viel. Was Gold kann ich auch wegstreichen, haben wir jetzt. Drachenknochen haben wir auch. Der Makellos, die zwei Edelmetalle haben wir auch. So, die Silberbarren habe ich, glaube ich, auch mitgenommen. Gucken wir aber nochmal schnell ins Menü, ob ich die Silberbarren jetzt eingepackt habe. Nee, habe ich nicht. Ich dachte, ich habe die eingepackt, die Silberbarren. Bin ich jetzt blöd? Hä, bin ich jetzt blöd? Ich dachte, ich habe Silberbarren eingepackt. Nee, ich habe Silbererz. Aber ich habe das echt nicht eingepackt, Silber. Ich dachte, ich habe Silber eingepackt. Nee, da müssen wir das auch noch besorgen. Das Erz lasse ich mal drin und zähle ich jetzt erstmal nicht dazu. Ja, aber sonst müssen wir noch eine Menge besorgen. Und würde ich mal einfach sagen, begeben wir uns dann nach Weißlauf und gucken mal, was wir da noch so erwerben können. Da waren wir zwar erst, aber auf dem Weg dahin. Vielleicht steige ich mal auf und vielleicht reiten wir diesmal ausnahmsweise nach Weißlauf. Vielleicht begegnet uns unterwegs ja noch eine Ziege oder sowas. Das sind jetzt hier Hirsche oder sowas in der Art. Hier lässt schlagartig der Schnee ein bisschen nach. Das liegt daran, dass hier so ein Klima, weiß ich was, Wechsel ist. Aber ich weiß es nicht, ob wir hier eine Ziege irgendwie finden. Auf dem Bauernhof vielleicht eine Ziege. Wir brauchen hier Ziegenfell. Aber es sieht gerade nicht so aus. Upsala. Ah, nein, die Richtung will ich. Ich höre halt immer den Drachen. Ich weiß aber nicht, Freund oder Feind. Weil ein Drachenangriff muss man schon ernst nehmen. So.
Hier immer noch keine Ziege. Aber vielleicht mal nicht auf dem Weg reiten, sondern ein bisschen querfeld einreiten, vielleicht. Finden wir dann was. Wir brauchen ja auch noch von Säbelzahntigern, brauchen wir ja auch noch was. Dürfen wir ja nicht vergessen. Vielleicht sehen wir ja davon auch noch einen. Da ist auch einer. Bisschen weiter weg, aber ich sehe ihn. So, zack. Dann haben wir ihn. Hinterrücks. Oh, was sehen wir da? Eisen. Ja, Eisen nehmen wir gerne mit. So, ja, ein Säbelzahntiger reißt seinen Hammer. Brauchen aber 4 Stück. Also brauchen wir noch ein bisschen. Ah ne, Quecksilber ist das sogar, gar kein Eisen. Aber Quecksilber brauchen wir auch, von dem her ist es absolut okay. Nehmen wir mit. Oh, ich. Oh, das ist jetzt aber ein Feind. Das wollte ich schon gerade sagen. Oh, der ging daneben. So, warte. Jetzt hilft alles nichts gegen Drache. Und zwar nehmen wir jetzt die Drachenform, die uns ein bisschen stärker macht. So. So. So, jetzt brauchen wir noch aber hier den Drachenfall. So. Dass der mal hier auf den Boden kommt. Den Boden der Tatsachen, dieser Drache. So. Zack. So, und finaler Stoß. Wunderbar. Und da fällt er down. Wie es sich gehört. Dann nehmen wir die Drachenseele auf. Und diese Blutdrachen. Ja, da hat auch nochmal ein bisschen was dabei. Das nehmen wir natürlich alles mit. Wunderbar. Steigen wir mal wieder auf. So, ich glaube, es fängt jetzt langsam an, wieder schlechteres Wetter zu werden. Ich glaube nämlich, es gewittert. Ja, da hört man es auch schon donnern. Das heißt, der Regen wird wahrscheinlich auch nicht mehr fern sein. Aber immerhin. Oh, da ist nochmal ein Erz. Irgendeine Art von Erz. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich kein. Nicht das, was wir brauchen. Grundrum-Erz. Nehmen wir auch mit. So, wunderbar. Ja, rechts sehen wir jetzt irgendwie erst ein bisschen verspätet angezeigt, was diese Drachenform bewirkt hier. Dass wir ganz schöne Buffs kriegen. Können wir auch gleich mal gucken für diejenigen, die das vielleicht nicht kennen, was das so bufft. Und zwar haben wir einmal eine Feuer- und Frostresistenz, was natürlich sehr gut ist gegen Drachen. Kurzer Schrei, das heißt, die Schreie, die Abklingzeit, gehen nicht mehr so lang. Und glaube ich zumindest, oder? Mächtige Angriffe wurden 1% mehr Schaden, Rüstungswert erhöht. Ja, 20% schneller. Mächtige Angriffe, also ja, macht halt alles stärker und mehr widersteht mehr. Also die Drachenform ist schon richtig geil. Also leider kann man sie, glaube ich, nur einmal am Tag einsetzen, wenn mich nicht alles täuscht. Können wir gerade mal gucken, wo wir sie denn haben. Drachenform. Du kannst einmal pro Tag eine Drachenform mit kolossalen Schlägen, einer Panzer und mächtigen Schreien, ja. Also
einmal am Tag kann man diese Drachenform anwenden und es ist dann schon richtig, richtig übel und richtig, richtig stark. Und gerade gegen Drachenkampf ist es natürlich sehr vorteilhaft, diese Drachenform. Jetzt ist man schon um einiges stärker und ich finde es sieht eigentlich auch cool aus, diese angedeutete Drachenrüstung, die man dann auf einmal trägt. Schon coole Sache. So,